Ficken, Geld, Drogen, Nutten. Und meine fetten Styles, Alter. Zieh dir mal rein, Alter. Und damit ein herzliches Hallo zu Hochkant, eurem Philotalk, eurem jungen Philotalk. Wir möchten heute über einen Text reden von Muschifloh namens Ficken, Geld, Drogen, Nutten. Alter, ich bin so fett. Alter, zieh dir rein. Zieh dir rein wie derbe Alter krass, Alter. Alter, Bass. Hörst du Bass? Ey, ey. Kommt aus meinem Computer? Nee, ey, kommt aus mir. Hab ich selber erfunden, ey. Vor 1000 Jahren hab ich Bass erfunden, ey. Musik hab ich auch erfunden. Yeah, yeah. Meine Damen und Herren, das war ein Text von Muschifloh. Ficken, Geld, Drogen, Nutten. Vor 1000 Jahren habe ich Bass erfunden, ey. Herr Töbelmann, was denken Sie darüber, was er damit sagen möchte, dass er vor 1000... Ich meine, er hat ja vor 1000 Jahren wahrscheinlich noch nicht gelebt. Das sagen Sie jetzt. Man könnte natürlich davon ausgehen, dass es eine Art gefühltes Alter ist. Alter subjektiv empfunden. Ich finde diesen inflationären Gebrauch des Wortes Alter sehr bezeichnend, weil wir uns gerade in einer Zeit des Umbruchs in unserem Land befinden und der demografische Wandel natürlich auch sein Übriges tut. Und das hat Muschifloh, ist der Künstler? Muschifloh, ja. Okay. Muschifloh hat das so wahrscheinlich ausdrücken wollen, hat dem Ausdruck verleihen wollen. Und da ist es nur folgerichtig, dass Muschifloh von sich behauptet, 1000 Jahre alt zu sein. Also fühlt er sich selber älter oder jünger? Er fühlt sich überlegen in irgendeiner Weise, oder? Ich würde sagen, ja, überlegen in einer gewissen Art und Weise fühlt er sich, ja, er fühlt sich weise, er fühlt sich in Würde ergraut. Er sagt auch in der zweiten Zeile hier im Moment, Kopf, wenn ich da kurz mal, ich habe das ja, ganz ja, anders interpretiert, natürlich, muss ich sagen. Ich habe das gar nicht interpretiert, dass er besonders alt ist, sondern gerade dadurch, dass er dieses Alter so oft wiederholt, dass er vielleicht damit eher an seinen Glauben an die Reinkarnation anspielen möchte und dass er in einem vorherigen Leben bereits vielleicht als ein anderer Künstler den Bass erfunden hat. Interessant. Denn wenn jetzt Alter nur einmal käme, und Alter heißt ja nichts anderes als eben das Alter, ne, auf der neuen Jugendsprache, aber ich glaube, dadurch, dass er das eben wiederholt, das sieht er sein Leben auch eben als einen ständigen Kreislauf. Wenn ich da kurz eingreifen kann, er sagt hier in der zweiten Zeile, im Kofferraum, Alter, 10 Leichen von Babys, von Nutten, von Omas und scheiße Babys. Da stimmt doch auch die Reinkarnation. Da spiegelt sich auch wieder. Da stimmt auch wieder der Kreislauf. Baby, der Kreislauf. Man wird vom Baby zur Nutte, von der Nutte zur Oma und von der Oma zur Scheiße. Und dadurch wiederum zum Baby. So habe ich das interpretiert. Tatsache! Spielen Sie dort das auf den populären... den populären Ausdruck der Arschgeburt an? Oder warum denken Sie, dass aus Scheiße wieder Babys wird? Na, das ist ja eine sehr romantisierte Vorstellung vom Phönix aus der Asche. Ich denke, in der Tat ist es eigentlich die Nutte aus der Scheiße. Und man muss ja an der Stelle auch mal betonen, dass das ist ja ein Künstler. Man muss das ja im Kontext des Künstlers betrachten. Und der ist ja aus der Scheiße hat er Musik gemacht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, von uns allen ist Herr Baccia da vielleicht der renommierteste Kenner dieses Künstlers. Philosophiestellen? Ach, des Künstlers. Ich dachte von Scheiße. Wir beziehen ja jetzt gerade sehr stark den Künstler hier in alles mit ein. Und ich glaube, der Name Muschifloh ist hier auf jeden Fall auch sehr wichtig. Also dieser Name, der will ja etwas ausdrücken. Er will irgendwas vermitteln. Und ich glaube, das müssen wir in diese ganze... Ihre Theorie von der Reinkarnation finde ich übrigens sehr interessant. Das müssen wir irgendwie damit einbringen. Also, wie hilft uns quasi der Name Muschifloh bei dieser ganzen Theorie irgendwie weiter? Wenn wir da irgendwie vielleicht schauen, ob das sich irgendwie sinnvoll ergänzen kann, können wir vielleicht noch mal tiefer in den Text reingehen. Wenn ich da mal noch ergänzen kann, Muschifloh hat ja auch einen Partner bei sich namens Eko Frisch. Die möchte ich auch zitieren im gleichen Text. Lalalala, Gewalt und Ficken, das ist mein Lebensinhalt, ja du Sau. Fick dich, deine Schwester, die hat gut gepoppt, ich habe sie genommen von hinten und von vorne, alles gleichzeitig, denn ich habe zwei Schwänze. Das ist natürlich ein Ausdruck überbordender Männlichkeit. Und also ich glaube, bevor wir uns hier viel weiter verzetteln, denn
ganz im Ernst, wer daraus das nicht liest, der hat auch seinen Schopenhauer nicht verstanden, der hat seinen Habermas nicht verstanden, der hat seinen Müller-Lüdenscheid nicht verstanden. Also, so sieht's aus. Ja, ja, die zwei Schwänze sind eine überbordende Männlichkeit. Sie sind sozusagen die linke und die rechte Faust, bloß halt weiter unten. Natürlich. Ich sehe auch darin wieder die Reinkarnation, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar in der Form, dass sie mir für die, also es spielt ja offenkundig an eine Vergewaltigung an, die er vielleicht in einem vorherigen Leben gemacht hat. Und wofür eben unter anderem ein Schwanz, mit dem er geboren war, abgeschnitten wurde und wie bei einer Hydra ihm zwei neue gewachsen sind. Was bedeutet, er ist sozusagen, man kann ihn nicht entwaffnen, man kann ihm seine...